Wiki-Stammtisch, ein Podcast aus dem Wikipedia-Universum. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Wiki-Stammtisch. Mein Name ist Sebastian Wallroth und ich unterhalte mich mit interessanten Leuten über die Wikipedia. Heute zu Gast Griddel aus Los Angeles. Herzlichen Gruß von Berlin nach Los Angeles. Schönen Gruß aus Los Angeles nach Berlin. Ich danke dir. Ja, Griddel, stell dich doch mal vor. Ja, wie gesagt, ich wohne jetzt in Los Angeles, womit der Stammtisch etwas merkwürdig ist, weil für den einen ist es morgens, für den anderen abends. Beide müde sozusagen. Ja, aus verschiedenen Richtungen. Wann passiert das schon mal beim Stammtisch, dass der eine quasi abends hat, der andere morgens? Ja, ich bin seit 10 Jahren fast dabei bei Wikipedia. Und also seit 2006 bin studierter Jurist und bin jetzt mit meiner Frau nach Los Angeles gezogen. Die stammt aus Los Angeles. Und ja, jetzt leben wir halt hier. Und in der Wikipedia beschäftige ich mich mit allem möglichen Kram eigentlich. Viel mit Löschkandidaten. Und ja, bin immer noch gerne dabei, obwohl es inzwischen fast 10 Jahre sind. Tja, ich habe mal gerade geguckt auf Central Auth wird angegeben, dass du nur noch 4 Edits von deinem 75.000. auf der deutschen Wikipedia bist. Das erschreckt mich, ganz ehrlich gesagt. Hättest du nicht gedacht, oder? Nee, bei 75.000 hätte ich nicht gedacht. Also 50.000 vielleicht. Aber 75.000, oh mein Gott. Ich erinnere mich noch daran, als man da vor solchen Leuten auf die Knie gefallen wäre und gesagt hätte, das werde ich nie schaffen. Ja, wie kommt man zu sowas? Wie viel Zeit investierst du in die Wikipedia? Also inzwischen sehr viel weniger. Ich habe ja inzwischen auch noch einen Sohn und bin verheiratet und man hat auch sonst noch was zu tun. Das hat mir nicht mehr ganz so viel Zeit in der Wikipedia. Insofern, früher wäre ich da wahrscheinlich schneller bei den 75.000 gewesen. Inzwischen bin ich da nur noch ab und zu drin. Also früher war es tatsächlich mehrere Stunden am Tag. Mehrere Stunden am Tag, aber warst du da noch Student, als du angefangen hast? Nee, da war ich gerade arbeitslos. Ach so, so hattest du viel Zeit. Viel Zeit. Und da hast du dich auf die Wikipedia gestürzt. Weißt du noch, wie du da hingekommen bist? Also irgendein Freund hatte mal das erwähnt, dann habe ich da mal ein bisschen geguckt und habe ich festgestellt, dass es auch ganz interessante Sachen gibt. Dann habe ich auch ziemlich schnell festgestellt, dass es auch Lücken gibt. Und so bin ich zu meinem ersten Artikel gekommen. Das war, ja, die Marquis de Brinvilliers, Giftmörderin des 17. Jahrhunderts. Die bei ETA, nee, bei wem wird sie erwähnt? ETA Hoffmann, irgendeinem deutschen Klassiker wird sie sogar erwähnt. Das Fräulein von Skyderieder wird sie erwähnt. Das heißt, wahrscheinlich gucken sich irgendwelche Schüler dann diesen Artikel an, weil sie das irgendwie im Schulunterricht gelesen haben, dass es da so eine Giftmörderin gab. Keine Ahnung. Ich weiß nicht, wer das liest. Ja. Aber das hängt das mit deinem, also Giftmörderin, also eine Kriminalgeschichte sozusagen. Ja, das Kriminalgeschichte interessiere ich mich halt für. So aus beruflichen oder? Nö, eher umgekehrt eigentlich. Ich bin über die Kriminalgeschichte habe ich mich angefangen für Jura zu interessieren. Also sagen wir mal so ich habe irgendwann mal als Junge da eine Biografie von einem Kriminologen gelesen. Ein Briten, der ganz, Namen weiß ich jetzt gar nicht mehr, der quasi die Kriminalistik aufgebaut hat, die britische Kriminalistik aufgebaut hat, angefangen in Ägypten und dann, da war ein Fall, der mich so unglaublich beeindruckt hat auch noch, wo sie nur so ein paar Knochen in so einem Brunnen gefunden haben und gesagt haben, der findet doch mal alles raus, was findest du denn da raus? Und der guckte sich die an und sagte, ja, das war eine Frau, ungefähr in den frühen 20ern, hat mindestens ein Kind gekriegt, hat auf einem Bein gehumpelt. Wir haben einen Kriminalfall. Sie ist offensichtlich mit einer Schrotflinte erschossen worden, hat noch kurze Zeit danach weitergelebt, ist dann aber gestorben. Und dann haben sie gefragt, und was für eine Augenfarbe hatte sie? Und er sagte, wahrscheinlich braun. Okay. Und stimmte alles. Wobei das mit Braun war bei ihm geraten, aber in Ägypten gibt es nicht so viele Blauäugige oder so. Ah ja, ach ja, klar.
Logisch. Ja. Das hat mich damals beeindruckt und dann habe ich mich ein bisschen mit Kriminalistik ein bisschen beschäftigt und Kriminalromane gelesen und dann habe ich mir irgendwann gesagt, warum das nicht studieren? Ja, wie man wie so dazu kommt, bei mir war es, dass ich auf einer Baustelle in Ferien gearbeitet habe und da Geometrie und Handarbeit und mal was tun, so dann zum Bauingenieur geführt haben bei mir. Ja, das ist natürlich ganz merkwürdig. Also, wie die Leute zu ihren Studienfächern kommen, fragt man sich manchmal ja tatsächlich. Also, wir sind ja nur beide Väter und man macht sich ja auch so Gedanken, was das Kind mal wird. Und eigentlich ist das ein großer Zufall und die meisten Berufe, die es so gibt, kennt man gar nicht. Also, mein Kleiner hat im Augenblick das Ziel, amerikanischer Präsident zu werden. Ah. Ja. Aus aktuellem Anlass, oder? Jein. Also, aus aktuellem Anlass hier in Amerika haben sie halt die Präsidentschaftswahl halt dazu genommen, auch über ein paar Sachen zu unterrichten, wie zum Beispiel das Weiße Haus. Und das hat ihn beeindruckt. Und da möchte er halt einziehen und dazu muss man ja Präsident sein. Ach so. Tja, das ist ja sehr praktisch gedacht. Was beeindruckt ihn am Weißen Haus? Ich glaube hauptsächlich, dass es berühmt ist und groß ist und toll aussieht. Also wenn er jetzt die neue Einrichtung von Herrn Trump sieht, dann wird er wahrscheinlich dann noch begeisterter sein, weil er mag Gold. Und der Mann hat ja auch so diese Goldvorhänge da reingehängt. Ich höre so ein bisschen raus, dass du nicht sehr einverstanden damit bist, dass Herr Trump jetzt Präsident ist. Nee, ich war mit ihr. Ich war mit Hillary. Bist du naturalisiert? Bist du amerikanischer Staatsbürger? Nee, aber ich bin überrascht, dass ich sehr schnell naturalisiert werden könnte. Also ich könnte jetzt vorstellen und dann müsste ich nur noch einen kleinen Test machen, dann bin ich's. Spielt da eine Rolle, dass du ein weißer Mann bist oder ist das? Nein, das spielt eine Rolle, dass ich eine amerikanische Frau geheiratet habe und mit der schon ziemlich lange verheiratet bin. Ach so, okay. Nee, ich weiß, hat damit nichts zu tun. Noch nicht, zum Glück. Wir können jetzt ein bisschen über Trump unterhalten. Es gibt hier einen Blog in Deutschland, USA erklärt, von einem Amerikaner, der hier bei Berlin lebt. Und der hat mal deutlich gemacht, dass der Präsident eigentlich nicht so die große Rolle spielt in den USA selber. Ja, das ist auch nicht. Der ist nicht so mächtig. Warum dann die große Aufregung? Ja, das andere, was wirklich mächtig ist, ist der Kongress, also Senat und Repräsentantenhaus, die dann in verschiedenen Zusammensetzungen dann mehr oder weniger jeweils was zu sagen haben und im Senat sind schon 100 Leute drin und im Repräsentantenhaus nochmal, glaube ich, 400 drin. Das ist nicht so richtig so Identifikationsfigur, wenn der Präsident ist einer. Den sieht man dann auf jedem Geldschein, den sieht man überall, der ist dauernd im Fernsehen und der hat natürlich Macht. Das ist keine Frage. Er ist der Commander in Chief, also der kann durchaus was machen. Mhm. Aber er ist halt nicht so mächtig, wie man sich das vorstellt. Er ist halt kein kleiner Diktator. Also. Und ich habe den Eindruck, dass Herr Trump das nicht so ganz erkannt hat bisher. Also er fängt ja jetzt an, mit Executive Orders zu regieren. Und ich habe persönlich meine Zweifel, ob die wirklich alle durchgehen. Aber da kann man mal gespannt bleiben. Nein, ich bin nicht einverstanden mit ihm. Hat es eine unmittelbare Auswirkung jetzt in deinem privaten Umfeld? Zum Glück nicht ganz so sehr. Also sagen wir mit den Republikanern, die ich in meinem Umfeld auch habe, mit denen unterhalten wir uns dann sehr vorsichtig über Politik. Das macht man sowieso schon. Dass man bestimmte Themen dann vermeidet, wobei ich das Glück habe, dass die Republikaner in meinem Umfeld, zumindest während des Anfangs der Wahl, also während der Primaries, nicht sehr überzeugt von ihm waren und gegen ihn gestimmt haben. Ja, die in Kalifornien hier haben die, wie heißen sie, Kasich und Cruz noch so 10 und 30% abgeräumt, obwohl sie gar nur noch theoretisch auf dem Wahlzettel standen. Also da sind hier sehr viele auch sehr unzufrieden, auch bei den Republikanern unzufrieden mit ihm gewesen. Also es ist schon Thema auch bei euch, Medien auf jeden Fall. Natürlich, ist es immer, man kriegt es in Nachrichten überall. Ist auch insofern Thema, weil, sagen wir mal, das Ganze ist ja nicht ganz ohne Rassismus im Augenblick.
Und in meinem Umfeld sind sehr viele Schwarze. Meine Frau ist nämlich eine. Und mein Sohn ist dementsprechend auch. Da ist man dann schon ein bisschen kritischer. Na, also spielt schon eine Rolle, klar. Wird Trump eine Auswirkung auf Wikipedia haben? Ich denke schon. Inwiefern? Also erstmal wird diese Debatte, die wir jetzt gerade haben, da über diese alternativen Fakten und sowas und die Relativität, wird eine Auswirkung haben, weil manche Leute sich dann sagen, okay, ich kann dann ja auch so argumentieren. Ich kann irgendwas Alternatives behaupten und dann sollte ich mir erstmal das Gegenteil beweisen. Und natürlich, wie soll ich das sagen? Wie soll ich das sagen? Also die alternativen Fakten einerseits und andererseits. Er hat im Augenblick zumindest ziemlich viele Wissenschaftsseiten der amerikanischen Regierung abschalten lassen. Man muss gucken, ob das so bleibt oder nicht. Wenn das so bleibt, dann sind natürlich ziemlich viele Quellen einfach mal weg. Was weiß ich über Klimawandel oder sowas, wo man so sonst sagen könnte, okay, im Jahr 1800, hau mich tot, war in Nordamerika ein großer Schneesturm. Kann man dann nicht mehr so einfach belegen, weil die Daten sind halt nicht mehr so einfach verfügbar. Das ist natürlich auch eine Auswirkung, die es haben kann. Also. Und ich weiß, das sind einige Leute über seine, sag mal, die antiwissenschaftliche Einstellung dieser Regierung sehr besorgt. Also ich weiß, dass hier in Los Angeles demnächst nach dem Frauenmarsch ein Wissenschaftsmarsch stattfinden wird, wo sozusagen Leute, die die Wissenschaft unterstützen, auch noch gegen Trump auf die Straße ziehen werden. Wahrscheinlich nicht so viele wie die Frauen, aber wahrscheinlich werden da auch noch welche kommen. Und das ist nicht nur hier in Brücke Los in Hepton, Angeles, es das ist kommt eine auch Nachricht herein. landesweit. Gibt es dann verschiedene. Ich bin da jetzt nur zufällig drüber gestolpert, insofern. Und das wird diese Diskussion, also solche Diskussionen werden mit Sicherheit auch in die deutsche Wikipedia reingetragen werden. Ist Klimawandel nun wirklich nachgewiesen oder nicht oder wie auch immer? Das wird mit Sicherheit dann auch noch ein Thema werden. Das war ja schon bei dem Wirbelsturm Katrina ein Thema, ne? Wann war das, vor 2, 3 Jahren? Oder schon länger? Das ist schon länger her, das war Bush. Und der Bush, Das ist der 8 Jahre her. Das als war quasi das große Desaster für Bush, wo seine Popularität plötzlich ganz rapide runterging, weil er nicht rechtzeitig runtergegangen ist. Na ja, nee, ich meine da, dass der englischsprachige Artikel darüber von jemandem sehr aktuell gehalten wurde, aber Das kann sein. unter Löschung jeglichen Hinweis auf Klimaänderung. Ja, sowas sehe ich, also sag mal so, die Gefahr sehe ich auch kommen, dass wir sowas kriegen werden. Die Debatte, ob da Klimawandel mit reingehört oder nicht irgendwo. Das mit Sicherheit wird das auch irgendwann kommen. Dass wilde Diskussionen passieren. Es gibt ja immer wieder wilde Diskussionen bei Wikipedia. Also aktuell noch am Abnehmen ist sicher die Kreuzrittergeschichte. Also die Kreuzgeschichte, ob nun Kreuze als Sterbezeichen da genommen werden sollen oder nicht, weil ja manche Leute keine Christen sind oder bei Nicht-Christen dann das ausgenommen oder wie auch immer. Hast du da eine Meinung dazu? Ich persönlich, ich halte es für, es hat sich halt eingebürgert, das Sternchen, das Kreuz hat sich eingebürgert und dabei Fällen, wo man sagen kann, der war nun wirklich kein Christ, dann kann man das auch anders machen. Ist mir dann relativ egal. Also ich bin da relativ entspannt. Ich kapiere die ganze Aufregung nicht, ganz ehrlich gesagt. Das ist meine Meinung dazu. Ich glaube, das eigentliche Problem sind Leute, die sich an jeden Buchstaben der Wikipedia-Regeln halten. Das ist für dich als Ja. Jurist wahrscheinlich schmerzhaft, sowas zu hören. Aber ich finde, dass die Regeln eher so Richtliniencharakter haben und man sie nicht buchstabengetreu folgen muss. Haben sie auch. Sie haben auch ein, sie sind ja auch ein, man, naja, man muss Regeln muss man schon verstehen, warum sind sie da, meiner Meinung nach. Also, warum, ja, warum, was nehmen wir jetzt als Beispiel? Warum ist jemand mit 4 Büchern relevant? Mit Reigen wollen sie, oder? Ich Ja, weiß nicht, genau. es sind zwei schöngeistige Bücher und 4 Sachbücher. Relevanz.
Ja, nein, man musste irgendeine Grenze festlegen, oder musste man das? Ich weiß es nicht. Ja, genau, man musste halt irgendwo eine Grenze festlegen. Und es hat sich damals, als es darum ursprünglich waren das mal beides zwei, aber dann gab es eine wilde Diskussion darum, die dadurch angefangen hat, dass jemand gesagt hat, aber das ist bei Schallplatten ist das anders. Ich möchte, dass es bei Schallplatten genauso ist wie bei Büchern. Und dann ist das Ganze auf die Bücher rübergeschwappt und dann hatten Leute Angst vor Kochbuchautoren, dass die ja viel zu leicht in die Wikipedia kommen könnten. Also wurde dann für Sachbücher dann 4 genommen und für die anderen 2. Ach, Kochbücher sind Sachbücher, auch verstehe. Ja, weil Kochbücher sind ja Sachbücher. Also jedenfalls schön geistige Literatur sind sie nicht. Also, aber gut, das ist dann natürlich Hintergrundwissen, das man hat. Aber man muss halt irgendwo eine Grenze ziehen. Und irgendwo kann man sagen, wenn ein Autor es schafft, ein Buch mehrfach zu verkaufen, also erstmal ein Verlag ein Buch zu verkaufen, dann nochmal ein Buch zu verkaufen, dann haben die schon mal ein gewisses Erfolgserlebnis gehabt oder sagen, da ist Potenzial oder was auch immer, also Relevanz. Hm. Das ist zum Beispiel, was der Gedanke dahinter sein kann. Und das muss man halt im Hinterkopf haben, wenn, bei diesen ganzen Regeln. Hm. Dass es halt meistens irgendeinen Grund gibt. Du warst ja auch sehr umtriebig oder bist bei den Löschkandidaten. Da bin ich sehr umtriebig. Darum war die Relevanzkriterien mir relativ geläufig. Ja, erklär mal kurz, was Löschkandidaten sind für die Hörer, die das jetzt nicht wissen. Also, im Prinzip geht es dabei darum, dass aus welchen Gründen auch immer jemand sagt, dieser Artikel gehört nicht in die Wikipedia. Also das heißt, ein neu angelegter Artikel. Das kann auch ein sehr alter sein. Kann auch ein sehr alter sein, ah. Kann auch ein sehr alter sein, natürlich, klar. Irgendjemand liest blättert irgendwo, klickt sich durch die Wikipedia und sagt sich, das, was da steht, ist Müll. Mhm. Zum Beispiel. Also ist ein Löschgrund ist quasi auch eine sehr schlechte Qualität. Kann einer sein. Ein anderer kann sein, keine Relevanz. Oder anders, oder verständlich ausgedrückt, interessiert kein Schwein. Ja. Ist nur Speicherplatz weg. Mhm. Oder Aufmerksamkeit oder Pflegeaufwand. Und Pflege, vor allem der Pflegeaufwand. Denn das Problem ist ja, wenn man einen Artikel hat, dann wird er immer irgendwie gepflegt. Viele Sachen werden inzwischen von Bots gemacht, aber viele Sachen, also vor allem bei noch lebenden Menschen. Spätestens dann, wenn der Mensch stirbt, muss halt irgendjemand das mitkriegen, dann das Sterbedatum einfügen. Und dann vielleicht nochmal über den Artikel gehen, ob da vielleicht in den Jahren zwischen der wurde geschrieben und jetzt ist er tot, noch irgendwas passiert ist. Mhm. Ob da noch ein Buch veröffentlicht hat oder was weiß ich. No, das ist natürlich Pflegeaufwand, der Arbeitskraft beschäftigt. Und es muss natürlich aufgepasst werden, dass da nicht irgendwelche Leute da irgendwelchen was reinschreiben, was nicht reingehört. Also ich erinnere mich, in meiner Anfangszeit gab es mal irgendeinen Artikel, da hat jemand einen Artikel auf sich selbst geschrieben. Mhm. Und zwar hat er sich einen Artikel genommen von jemandem, der zweifellos relevant ist, und den hat er Stückchen für Stückchen immer ein klein bisschen abgewandelt, sodass zum Schluss dann der Artikel über ihn da stand. Mhm. Ja, aber irgendwann ist es halt aufgefallen und ich weiß jetzt nicht, ob das über die Löschkandidaten gelaufen ist oder ob da irgendjemand das aufgefallen ist und das Ding einfach zurückgesetzt hat auf die alte Version. Ich weiß es nicht mehr, aber ich erinnere mich noch dran, dass da jemand auf diese pfiffige Idee gekommen war, so sich einen Artikel zu verschaffen über sich selbst. Mhm. Also da muss man auch erstmal drauf kommen. Aber solche Sachen aufzupassen ist ja auch Pflegeaufwand quasi. Mhm. Dass sich irgendwelche Leute angucken, was sind da passiert in der Veränderung. Und ja, das ist die Ressource von Wikipedia, die knapp ist, Mitarbeiter. Genau, das ist eigentlich eine ziemlich frühe Festlegung gewesen, dass Speicherplatz kein Thema ist, aber Pflegeaufwand halt. Mhm. Dass jemand einen Artikel quasi hineinwirft und dann müssen sich die anderen drum kümmern, weil es ist ja nicht so, dass es einfach dann da liegt und fertig ist. Gerade bei Biografien nicht, weil die Wahrnehmung einer Person aus dem Mittelalter ist eine andere als eine aus der Neuzeit. Also da wird anders drüber geschrieben. Ja, wo man sagen muss, die aus dem Mittelalter, die sind meistens insofern relativ unproblematisch, weil sie sind schon ziemlich lange tot. Da wird jetzt nicht plötzlich noch was ganz anderes passieren. Und das ist auch schon gefiltert durch die Zeit, was für Informationen da überhaupt vorliegen. Ja, also vor allem Mittelalter. Also da weiß man meistens ja, ist vielleicht so um dieses Jahr drumherum irgendwann mal geboren und um dieses Jahr drumherum irgendwann mal gestorben. Und dazwischen war er an 2 oder 3 Punkten bekannt, dass er da war und wahrscheinlich war er dann noch mit XY verheiratet.
Und das wäre schon ein ziemlich umfangreicher Artikel zu einer mittelalterlichen Person. So, wenn das bei, sagen wir mal, in der frühen Neuzeit oder heutzutage man sagen würde, ja, das ist ein bisschen wenig, nicht wahr? Also, da würde man da etwas kritischer sein, weil halt dann die Filterfunktion noch. Wir haben viel mehr Informationen über Leute heute. Also über mich könnte man wahrscheinlich auch sehr viel rausfinden, viel mehr rausfinden als über einen mittelalterlichen Minnesänger. Jetzt zumindest noch, wenn du jetzt stirbst und man in 5 Jahren nochmal nachschauen würde, würde wahrscheinlich viel weg sein. Ich, Ja, wahrscheinlich. ja, ich war gerade, also man überschätzt es immer, gerade beim Linksetzen. Ich war auf hier im Kongress Zugang Gestalten in Berlin. Da war eine Frau von Internet Archive.org da. Archive.org. Und die sagte, die durchschnittliche Webseite ist 100 Tage online. 100, so kurz. 100, so kurz, also ist der Durchschnitt, ne? Die meisten sind viel schneller weg. Das heißt, wenn ich einen Weblink setze in der Wikipedia, gehe ich auch immer zu Archive.org und Archive.is und mache da eine Kopie von der Seite, damit man es später auch dann da wiederfindet. Das, was ich gesehen habe da. Das macht Sinn. Ja. Aber nochmal zurück zu Löschkandidaten. Das ist ja ein Diskussionsjob. Nee, ne? Das ist ja Viel Diskussion. Ist ja nicht so, dass jetzt Leute ernannt werden und die sind jetzt die Löschgötter, sondern es wird immer ausdiskutiert. Zu jedem Löschantrag muss eine kurze Diskussion stattfinden. Ja, sollte. Manchmal passiert es auch halt nicht, wenn sich da halt niemand für interessiert und da halt nur ein Antrag steht. Also es läuft halt so ab. Jemand stellt halt den Löschantrag. Wie gesagt, muss dann einen Löschgrund geben. Da sind wir wieder bei den Regeln. Gibt halt nur bestimmte Löschgründe. Gefällt mir nicht, gilt, ist keiner. Dieser Artikel ist pui, ist auch keiner. Aber Relevanz wäre einer. Grottenschlechte Qualität wäre einer. Kein Artikel ist auch noch einer, der inzwischen viel weniger passiert. Also quasi, man hat da irgendwas anderes geschrieben. Da steht ein langer Essay oder ein Gedicht oder sonst was, aber halt kein Artikel. Muss halt, wie gesagt, Antrag gestellt mit einer Begründung. Dann gibt es halt die Diskussion. Die geht in der Regel über 7 Tage. In der Praxis meistens länger. Und am Schluss entscheidet dann einer von den gewählten Administratoren, ob der Artikel bleibt oder nicht. Und zwar aufgrund der Diskussion. Das ist keine Abstimmung, sondern eine Diskussion. Das heißt, wenn der eine nur gute Argumente bringt und alle anderen zwar dagegen sind, aber keine Argumente bringen, kann es sein, dass der eine schon mal gewinnen kann. Ah, so, okay. Ja. Also auch Administratoren haben da Gestaltungsspielraum. Also Ja, es sind haben nicht sie. bloß so technische Ausführende. Sie müssen sich schon an gewisse Regeln halten. Also wenn da, sagen wir mal, die Relevanz bezweifelt wird und die Relevanzkriterien sagen, das ist auf jeden Fall relevant, dann kann der Administrator nicht einfach sagen, nee, ist nicht. Und dann gibt es da natürlich noch eine quasi Revisionsinstanz, die Löschprüfung. Und wenn die dann all das dann auch nicht klappt, dann kann das theoretisch auch mal an das sogenannte Schiedsgericht gehen. Womit wir beim nächsten Thema sind, Schiedsgericht. Aha! Aktuell gibt es ja heiße Diskussionen. Ich war auch Mitglied im aktuellen Schiedsgericht, was gerade Ich war auch mal mit Schiedsgericht, durch ja. meinen Rücktritt arbeitsunfähig geworden. Aber du bist schon eine Weile her, dass du drin warst. So bis 2008 warst du zweimal drin. Erzähl mal, wie du dazu gekommen bist und auch was deine Motivation war. Ja, ich bin ja reingekommen gleich ins erste Schiedsgericht. Als allererster. Ah, wann war Als das? allererste Schiedsgericht. Also ich hatte meine erste Administratorenkandidatur vergeigt, da bin ich durchgefallen. Ja, und dann kam halt das Schiedsgericht. Ich fand das eine tolle Idee. Hab gesagt, okay, da kandidiere ich halt für. War natürlich ein bisschen erschreckt, weil ich war damals noch ganz jung und war noch nicht mal ein Jahr dabei. War überrascht. Man kannte schon die ersten Namen, so von wegen, was das sind die ganz großen Wikipedianer, die hier rumlaufen. Und von denen sind natürlich ganz viele, haben sich da aufgestellt. Ich dachte natürlich, dass ich es nicht werde, aber aus irgendwelchen Gründen wurde ich tatsächlich gewählt. Und zwar gehörte ich sogar zu denen, die für das Jahr gewählt wurden, nicht nur für ein halbes Jahr. Und dann war ich ein Jahr lang im Schiedsgericht, ja. Und dann ist das Schiedsgericht dann, ich weiß bis heute nicht warum, zusammengebrochen quasi.
zwischendurch mal, die haben sich gnadenlos zerstritten. Dann musste es wiedergewählt werden, bin ich nochmal rein, habe ich mich nochmal aufgestellt. 2009 war das, ja. 2007 war das erste Schiedsgericht. Ja, ja. Was, also, erklär mal kurz, auch jetzt im Hintergrund, dass du im ersten drin warst, da steckst du wahrscheinlich viel tiefer drin, was das Schiedsgericht ist und auch mit deinem juristischen Hintergrund, das ist sicher interessant. Was du jetzt, wie du das jetzt beschreibst. Also, wie ich es beschreibe, also, sag mal, das erste Schiedsgericht war noch viel gerichtiger als heutzutage. Mhm. Da war es die Grundidee ist, dass es gibt ja immer Konflikte. Leute können sich streiten über alles Mögliche. Auch bei Wikipedia und dort können sie es auch sehr lange machen. Und das kann auch sehr hässlich werden, aber irgendwann muss man halt sagen, muss Schluss sein. Da gab es früher, theoretisch gibt es ihn, glaube ich, immer noch, den Vermittlungsausschuss, dass halt irgendjemand vermittelt zwischen zwei und versucht, das hinzukriegen, dass sie sich doch irgendwie vertragen und lieb haben. Klappt aber meistens auch nicht. Oder dauert endlos lange und da hat man gesagt, wir brauchen eine Instanz, die das irgendwie regelt. Mhm. Die Konflikte irgendwie in den Griff kriegt. Und das erste Schiedsgericht hat das noch sehr gerichtlich ein bisschen wie ein Gericht reingegangen und hat gesagt, wir entscheiden das. Und später, das war dann das zweite Schiedsgericht, da haben sie dann gesagt, nee, wir sind ja eher so eine Vermittlung, so ein Schiedsgericht. Wir vermitteln eher, versuchen die zusammenzubringen wieder. Ja, ich weiß nicht, wie es jetzt ist. Bei einem aktuellen Schiedsgericht, wie das da gesehen wurde, weiß ich jetzt nicht. Ich auch nicht, ich war zu kurz dabei. Das stimmt natürlich nicht, aber es ist in die Entscheidung... Es wird auch versucht, erstmal zu vermitteln. Also es ist so der Grundtenor, was ich so gesehen habe. Es geht darum, die Entscheidung zu vermeiden. Ist ja auch beim richtigen Gericht ist es ja auch so, dass die Richter meist versuchen, kein Urteil zu fällen, weil das ja viel Arbeit bedeutet und Verantwortung. Und weil in der Prozessordnung steht, dass man erstmal Vergleiche herbeiführen soll. Genau, das ist so. Und hier ist ja hier auch so. Ja. Auch im Prinzip keine schlechte Idee, muss man auch mal sagen, dass es im Vergleich sein soll. Aber es scheint ja mindestens zweimal einen Bedarf gegeben zu haben für das Schiedsgericht. Und auch genügend Leute, die den auch gesehen haben, diesen Bedarf. Ja, das Schiedsgericht gibt es seit 2007 ununterbrochen. Irgendwo auf der Schiedsgerichtsseite gibt's noch die ganzen, wer dann wann, wo Schiedsrichter war, von wann bis wann und dann richtig so eine Zeitleiste. Habe ich gerade verlinkt und in die Shownotes gepackt. Da kann man sich das anschauen. Ja. Also ich komme drauf, weil aufgrund der aktuellen Schiedsgerichtes auch wieder die Diskussion aufkommt, warum man eigentlich ein Schiedsgericht hat und was das überhaupt macht und ob da überhaupt Anfragen kommen. Was ich so gesehen habe, ist, dass jetzt im letzten Jahr so pro Monat eine Anfrage reinkam an das Schiedsgericht. Ja, das kann man schon mal so... Ich glaube, im Augenblick haben wir auch keine ganz, ganz großen Konflikte. Mhm. Also die ganz problematischen Benutzer sind inzwischen auch nicht mehr ganz so stark aktiv, glaube ich. Mhm. Also ich erinnere mich dann an ein paar Benutzer, die einfach von ihrer Natur her dazu neigten, sich mit jedem anzulegen und dann halt schon mal sehr durch die quasi querulanten Instanzen durch sind. Die sind ein bisschen raus, denke ich mal. Und im Augenblick haben wir auch keine ganz großen Themen, kann sich aber natürlich immer mal wieder ändern. Das ist ja unverhältnismäßig, dass irgendwo in irgendeiner Ecke der Wikipedia irgendjemand auf irgendeine Idee kommt und die sich dann ausbreitet oder auch nicht ausbreitet oder sie gerne ausgebreitet hätte oder was auch immer. Und plötzlich hat man einen ganz großen Konflikt. Das passiert halt schon mal. Aber im Augenblick scheint es ja ganz ruhig zu sein. Na, für Außenstehende, ich habe nun auch viel von außen Feedback gekriegt, weil das Schiedsgericht halt auch in Medien dann präsent war auch so ein bisschen Verwunderung da, weil es heißt doch immer, Wikipedia ist quasi eine Anarchie, wo eigentlich jeder mitarbeiten kann. Wie kann es da Strukturen geben, die bis zu einem Gericht dann führen? Ja, weil dann irgendwann die Anarchisten festgestellt haben, dass es ohne dann doch nicht geht. Strukturen braucht. Ja, die Strukturen haben sich halt irgendwann ergeben und die ergeben sich einmal daraus, dass irgendwelche Leute aus irgendwelchen Gründen angesehener sind als andere. Was weiß ich, weil die mehr gemacht haben oder die ganz besonders toll schreiben oder gut recherchieren können oder was. Gibt es ja viele Gründe. Mhm. Und dann gibt es halt immer mal Streitigkeiten.
Und sei es nur darum, ob man an diesen Satz ein Komma gehört oder nicht ein Komma gehört. Aber es kann ja alles Mögliche sein. Es ist nun wichtig, dass bei der Tochter von Franz Josef Strauß gleich in der Einleitung drin steht, dass sie gelernte Hotelfachfrau ist, oder reicht das, wenn es hinten im Text irgendwo drin steht? Ja, das, man meint so, was du jetzt alles aufzählst, da geht's ja um nichts. Und auch das Schiedsgericht, was kann es denn überhaupt tun? Es kann ja nicht wirkliche Strafen verhängen, keine Geldstrafe oder sowas, sondern ein virtueller Tod ist die Höchststrafe, die Wikipedia, das Schiedsgericht verhängen kann. Ja, natürlich. Trotzdem wird es sehr ernst genommen, ne? Ja, natürlich wird es ernst genommen. Schon deshalb, weil halt der Streit theoretisch halt vor dem Schiedsgericht dann endet. Das ist quasi für Streitigkeiten die höchste Instanz. Aber es darf halt auch nicht alles. Es darf nicht in der Sache entscheiden. Es darf halt zum Beispiel nicht entscheiden, ob Frau Hohlmeier als Tochter von Franz Josef Strauß nun Hotelfachfrau war oder nicht. Das darf es nicht entscheiden. Ja, genau, inhaltlich. Das ist aber auch eine Spezialität der deutschsprachigen Wikipedia, ne? Dass das Schiedsgericht das nicht darf. In anderen, es gibt sehr viele, in der vielen anderen Wikipedien auch ein Schiedsgericht. Ein Arbitration Committee. Ja, natürlich. Aber das wurde damals auch ganz bewusst so gemacht. Weil da waren viele Leute halt sehr skeptisch, das Schiedsgericht, was so viel kann, was alles, was quasi allmächtig dann überall oben drüber hängt. Und dann wollten sie halt schon ein bisschen Begrenzung haben, dann soll es halt nicht inhaltlich entscheiden. Was auch irgendwo manchmal ein bisschen Sinn macht. Weil das sind 10 Leute und die sind nicht immer Fachleute für alles. Also ich weiß nicht, wie die Zusammensetzung jetzt zu deiner Zeit war. Ich nehme an, ihr hattet keinen Mineralogen da drin. So weit sind wir gar nicht gekommen. Ja, seid ihr nicht gekommen. Nur ein paar Wochen. Wir haben uns nicht mal getroffen oder so. Es war noch rein die Einführungsphase, die ich erlebt habe. Ich kann leider nichts dazu sagen. Aber ja, es war auf jeden Fall eine Bandbreite von Leuten schon. Ja, es ist eine gewisse Bandbreite, aber bestimmte Sachen deckt man halt nicht ab. Und wenn es dann Streit darum gibt unter Mineralogen, ob das nun der wissenschaftliche Name so ist oder so ist, dann steht man dann als Außenstehender da, als Jurist würde dann dastehen und sagen, ja, hört sich beides gut an. Und das ist dann natürlich ein Problem, wenn man dann nicht einen Fachmann, wenn man nicht jemanden hat, der wirklich sich da mit auskennt und dann sagen wir mal, wirklich sachlich Sachentscheidungen treffen müsste, die dann sehr leicht falsch sein kann, weil man halt nur Leute hat, die keine Ahnung haben. Und also das wurde damals halt ein bisschen so mit dem Hintergrund, dass die Macht des Schiedsgerichtes ein bisschen eingeschränkt werden sollte, eingeführt. Und inzwischen finde ich das auch gar nicht verkehrt. So. Hast du das aktuelle Drama um das Schiedsgericht verfolgt? Ich habe es mit einem, ich habe es interessanterweise über Facebook erfahren. Ah ja, das ist da sprichst du eine allgemeine Tendenz an, dass immer mehr über Facebook kommuniziert wird unter Wikipedianern. Ja, finde ich ganz schön. Ja, da wird sehr viel, wir kommunizieren da schon sehr viel. Es sind auch viele Sachen, man kommuniziert dann aber viele Sachen, die mit Wikipedia überhaupt nichts mehr zu tun haben. Natürlich kommen auch Themen da dran vor. Also heute hatte ich gerade einen, der stolz sich gemeldet hat, dass er, ich weiß nicht, wie viele Bilder bei ich glaube beim Biathlon geschossen hat für Wikipedia. Ist natürlich schon Wikipedia-Thema, klar, aber viele Sachen, es geht halt dann mal über Politik oder um die Kinder. eine ehemalige Schiedsgerichtskollegin von mir, die ist nämlich auch Mutter. Und sie postet dann ab und zu, was ihr Kind macht. Ja klar, also wir sind ja doch eben doch eine Community. Es gab ja mal eine strikte Gegenwehr dagegen und gegen die sogenannte Facebookisierung der Wikipedia. Wir wollen kein Social Network da haben, aber das ist völlig falsch, weil es ist eins. Ja, natürlich ist es eins, und zwar mit sehr beschränkten technischen Mitteln. Es wird so ein bisschen dran rumgeschraubt, aber der Durchbruch fehlt noch. Und deswegen weicht man eben auf Sachen aus, die möglich sind, nämlich auf Facebook. Ja, es gibt ja auch noch ganz andere schöne Sachen, die Stammtische. Die Stammtische. Gibt es in Los Angeles einen Stammtisch? Es gibt, also ich habe festgestellt, es gibt theoretisch tatsächlich einen Westküsten-Stammtisch.
Weil hier an der Westküste in Kalifornien sitzen tatsächlich ein paar Wikipedianer und zwar auch ein paar, die echt länger dabei sind. Wir müssen uns nur noch mal irgendwann zusammensetzen. Also wahrscheinlich müssen wir uns dann einigen, ob es in San Francisco oder Los Angeles wird, wo man sich trifft. Wir haben schon so grob was angedacht. Ich bin im Juli vor der Wikimania in San Diego. Also es wäre schön, wenn da ein Stammtisch in der Westküste In stattfinden San würde. Diego, das heißt direkt an der mexikanischen Küste. Da, wo die Mauer Nicht ist gebaut wird. da, wo die Mauer gebaut wird, genau. Die Frage ist nur noch, wie die Mauer gebaut wird. Ich habe heute erst eine Karikatur irgendwo gesehen, wo dann irgendjemand schreit: Oh, hurra, die Mauer wird gebaut. Trump baut die Mauer und dann seine Frau sagt: Du, das ist nicht Trump, das ist der Gouverneur von Kalifornien und das da drüben ist auch nicht Mexiko. Ach, okay. Abspaltung Kaliforniens ist ja. Ich hoffe nicht, Ist dass eine das passiert, ja. Diskussion. Ist jetzt eine Diskussion tatsächlich, der Kalexit. Es ist ja in der westlichen Welt sind ja geografische Grenzen ganz wichtig. Ja, deswegen auch die Krimkrise und sowas. Und jetzt Ja. schon, dass die Abtrennung Schottlands von Großbritannien tatsächlich immer ernsthafter besprochen wird und war ja auch eine Das Volksbefragung kommt und jetzt sowas. wieder. Ja, kommt jetzt wieder. Also das Weil die ist bringt Brexit-Frage ist deswegen knapp durchgekommen, dass man bei England bleibt, weil sie in der EU sind. Nun will England aus der EU raus, dann möchte Schottland sagt dann: Moment, da ist eine wichtige Geschäftsgrundlage weggefallen. Naja, Gut, und auch hier. jetzt kommen wir zur EU-Diskussion. Das führt dann sehr weit weg, aber da es Ja, gut, stehen das Änderungen an. wird Das wird auch Auswirkungen auf die Wikipedia haben. jetzt weiter. Und nicht nur, dass Artikel sich ändern, sondern dass Communities sich verschieben. Ich habe auch immer ein Auge drauf, dass eben die Wikipedia sehr USA-zentriert ist, was Rechtslage vor allem betrifft. Und Natürlich. wenn sich da grundlegend was ändert, es wird hoffentlich nicht zu Aber wenn es zum schnell. Kalexit kommt, dann ist die Wikipedia rechtlich nicht mehr USA-orientiert. Ja, und da müsste man halt schauen, ob es dann immer noch das freieste Land ist oder das von den rechtlichen Gegebenheiten günstigste Land ist. Ja. Ja, das kann man sich sowieso mal überlegen, ob das wirklich der Fall ist. Das ist ja die Behauptung. Es ist Ja. natürlich auch einfach, weil es da gegründet wurde und so. Und dann sind die Ja, das hat dann Regeln immer nicht so, so schlecht. das ist dann immer so ein gewisses Beharrungsvermögen, was sich dann entwickelt. Was Das ja auch ist nichts dann. Schlechtes ist. Nö, das hat auch seine Vorteile, sicher. Stabilisiert ja auch viele Sachen. Dass man viele Sachen halt nicht mehr jedes Mal neu diskutieren muss und nicht neu erfinden muss und sagen kann muss, und das haben wir schon immer so gemacht. So. Na, Und ich stelle, es gibt was? man wird sehen, wie sich das entwickelt. Das wird man sowieso sehen. Ich stelle es übrigens auch bei Wikipedia fest, dass es dieses Verhalten auch gibt. Also, dass man sagt, das hat man schon immer so gemacht. Und wenn jemand mit einer völlig neuen Idee kommt, gut, dann kommen ein paar alte Hasen und sagen: Ja, gut, das haben wir eigentlich 2007 schon mal gekaspert gehabt. Hier hast du den Link zu der Diskussion, wenn du die wirklich lesen willst. Aber da gibt es starke Parallelen jetzt so auch in meinem Berufsleben. Das haben wir schon immer so gemacht oder da haben wir schon vor 10 Jahren schon mal drüber gesprochen. Das Natürlich. sind Innovationstöter. Es gibt auch Diskussionen beispielsweise einfach mal ein paar Regeln bei Wikipedia über Bord zu werfen oder neu zu schreiben oder neu auszuhandeln. Natürlich, Dann habe ich es immer. muss man auch. Das sollte ein lebendiges Regelwerk sein und nicht ein ständig wachsendes, wo man dann wiederfindet, dass tja, Frauen ihre Männer um Erlaubnis bitten müssen, um auf der Wikipedia zu editieren. Ich spiele jetzt darauf an, dass Männer bis in die 1970er Jahre in der Bundesrepublik die Zustimmung ihres Mannes brauchten, um eine Arbeit anzunehmen. Ja, ich erinnere mich daran. Genau, und sowas will ich nicht wiederfinden. Also ich bin jetzt bei der Wikipedia, du auch, schon so lange dabei, wo es die Regeln noch nicht gab. Und dann gab es halt die Notwendigkeiten, die aufzustellen. Aber wird halt buchstabengetreu werden diesen Regeln befolgt. Und ich bin da nicht so ein Fan davon. Man muss immer auch im Hinterkopf haben, was ist damit gemeint? Was sind unsere Grundwerte? Das ist richtig. Man muss sie aber auch genau angucken, die Regeln. Manchmal helfen sie nämlich auch wirklich, Sachen abzugrenzen. Also der eine Fall ist so, der andere ist so und da gibt es halt eine Linie dazwischen und die muss man halt auch sehen. Da ist manchmal die Genauigkeit manchmal auch gar nicht so verkehrt. Ich bin Aber auch es hängt auch nicht gegen ein. Genauigkeit. Ich bin auch nicht gegen Genauigkeit, aber ich bin dagegen,
wieder das, ich weiß nicht, das Volks, das gesunde Empfinden, ja, ich rede Unsinn. Hm. Och nö. Ja, bei Stammtischen schon viel größer um sich Sinn erlebt. Ja, ich versuche nur. Wieder beim sozialen Effekt von Wikipedia sind, ja, gibt es. Also ich weiß auch mindestens ein Pärchen, was ein Wikipedia-Pärchen. Oh, ich kenne mehrere. Also ich kenne einen konkret. Auf der, auf einer Wikimania in Mexiko-Stadt hat eine Wiki-Hochzeit stattgefunden. Oh! Die hatten sich auf der Wikimania davor kennengelernt und haben dann da geheiratet. Was? Ja, daran erkennt man, es ist ein soziales Netzwerk. Auf jeden Fall. Und das sind auch sehr interessante und spannende Leute, die da, man da findet. Ja, hochspannende Leute. Also sind manchmal Leute dabei, wo man sagt, so, was, der ist auch dabei? Es gibt manchmal Fälle, wo man sagt, ach, dieser Prominente ist auch hier? Sieh an! Mhm. Und dann gibt es auch Leute mit hochspannenden Hintergründen und Interessengebieten. Es ist ein weites Feld. Wie viele Wikipedianer sind denn in deinem unmittelbaren persönlichen Umfeld oder beruflichen? Jetzt hier in Los Angeles ziemlich wenige. Also als ich noch in Deutschland gelebt habe, war in meinem persönlichen Umfeld einer. Also ich zwei. Meine Schwester ist auch theoretisch Wikipedianerin. Die hat auch mal einen Artikel geschrieben. Und zack, das ist mit jeder Kommaänderung wird man zum Wikipedianer. Ja, sie, dann ist sie einer. Ja, auf jeden Fall. Ja, sie ist, die haben einen Artikel. Und ja, den anderen, den habe ich da irgendwie zuverleitet. Mhm. Ich bin oft in meinem Umfeld der erste Wikipedianer, den die Leute livehaftig sehen. Ja, das ist mir auch oft passiert. Hm. Dass man sagt, ja, ich schreibe damit. Ach. Du bist das. Am Arm anfasst. Ach, du bist echt. Die gibt es. Na, die gibt's wirklich. Und die sind total nett. Ich war gestern beim offenen Editieren. Das ist hier der Stammtischersatz in Berlin. Und das ist sehr anregend wieder gewesen, sehr interessante Menschen. Ja, ich war gerade hier in Los Angeles. Wir hatten hier zu, was war das? Editathon. Was war denn das Thema noch? Ich glaube, es war tatsächlich Oscars oder sowas. Und das hatte ich vergeigt, dass ich dahin gegangen bin. Das finde ich ein bisschen schade, dass man zu den amerikanischen Wikipedianern dann doch keinen Kontakt hier aufgebaut habe. Aber als Familienvater kann man halt nicht immer. Du bist ja jetzt schon ziemlich lange dabei. Was ist deine Motivation, immer noch bei der Wikipedia zu arbeiten? Ein gewisser Suchtfaktor ist da. Eine gewisse Gewohnheit ist sicher dabei. Dass man ab und zu mal sehen möchte, was passiert denn so. Der soziale Gesichtspunkt ist natürlich da. Man möchte sich schon mit kommunizieren mit den Leuten dort, die man, auch wenn man sie nur aus dem Computer kennt, und sich sagt, ja, was macht denn der gerade so? Und dann immer natürlich Interesse immer noch, dass man sagt, okay, also ich hier gucke mir zum Beispiel manchmal ganz gerne die Artikel an hier zu Los Angeles und rufe dann einfach mal auf dem Mobiltelefon die Funktion in der Nähe und dann gucke ich mir an, was ploppt denn da auf? Du hast auf deiner Benutzerseite eine ganze Liste von Tools, mit denen man sich Aufgaben in der Wikipedia suchen kann. Ja, habe ich. Irgendwann hatte ich mir sie haben sich irgendwann mal angesammelt, weil ich, wenn ich mich mal gelangweilt fühlte auf der Wikipedia, dachte mir, muss man ja machen. Also Löschkandidaten sind bei mir immer ein wichtiges Thema, aber auch sonst muss ich denn nicht immer nur diskutieren. Nö. Und da gibt es halt verschiedene Tools, also was weiß ich, Seiten, wo man noch Links reinsetzen kann, also auch eine Verlinkung auf eine andere Wikipedia-Seite, wo dann doch nichts derartiges passiert ist. Mhm. Dann gibt es, es gibt ein Tool, wo sozusagen wild ein Artikel rausgesucht wird und dann schlägt der Computer vor, was man machen könnte. Es kann sein, dass hier fehlt noch ein Bild. Versucht doch mal ein Bild dafür zu finden. Mhm. Was manchmal etwas sinnlos ist, wenn man sich sagt, ja gut, und wo kriege ich jetzt dieses Mineral her, was ich jetzt fotografieren soll? Man kann ja leider nicht in ein Museum gehen und das machen, oder? Ja, oder was weiß ich, Kategorien einfügen, was auch immer. Dann gibt es noch irgendwas mit kurzer Artikel, also wo die Artikel sehr kurz sind oder wo überhaupt keine Literaturangaben dazu sind, wo man vielleicht irgendwas finden kann. Was weiß ich, ein Weblink oder ein Buch oder was auch immer.
Und ja, halt, dass man verschiedene Sachen hat, wo man was tun kann. Wo man gucken kann, was kann ich tun, um an der Wikipedia mitzumachen. Also wenn man bisher noch nie mitgemacht hat, dann kann man auf meine Benutzerseite gehen und einfach mal eins der Tools anklicken und einfach mal versuchen, was zu machen. Liebe Zuhörer. Ja, ich verlinke die Seite in den Shownotes. Also es ist Benutzer Krittel. Einfach auf die Wikipedia gehen und auf die deutschsprachige und oben im Suchfeld Benutzer Doppelpunkt Krittel eingeben und dann kommt man auf deine Benutzerseite. Und da ist eine Liste von Tools, wo man einmal draufklickt und dann Vorschläge kriegt, was man tun kann. Auch meist mit relativ genauer Anleitung, was man da tun könnte. Ja, genau. Und wenn man auf meiner Seite ist, kann man sich auch angucken, was gerade an wichtigen Vorgängen gerade da ist. Ob gerade das Schiedsgericht mal wieder gewählt wird oder ob sich irgendjemand zum Administrator wählen lassen will oder ob irgendeine wichtige Abstimmung gerade in der Wikipedia ansteht. Kann man da auch sehen. Ja, so ein Also. bisschen die News-Funktion von Facebook von Hand nachgebaut. Nicht ganz. Also das Ding ist, das mit den Neuigkeiten ist tatsächlich ein Ding, da ist eine Vorlage, die man einbinden kann. Bin ich der Einzige, der das hat. Halten sich halt viele auf dem Laufenden, ist dann irgendeine Abstimmung. Da muss man nicht immer dann sich durch hunderte von Seiten durchwuseln, um zu gucken, ob da noch irgendwo eine Abstimmung ist, der mir unbedingt teilnehmen möchte. Dann hast du hier eine riesige Liste von Internetquellen. Ja, das hat sich irgendwann angesammelt. Ich wollte sie nicht immer wieder, ich wollte viele Quellen, wollte ich einfach nicht immer wieder suchen, falls ich sie mal brauche. Und dann habe ich mir halt meinen Link dahin gesetzt. Und ja, dadurch hat sich das angesammelt. So nach dem Motto, oh, ist eine interessante Quelle, kann man ja vielleicht mal gebrauchen. Hingesetzt. Und ja, ich habe sie ab und zu mal benutzt. Also ich habe hier mal einen Artikel zu einem Architekten aus Los Angeles und dann habe ich tatsächlich meine eigene Liste gegangen und habe mir dann die Architektur links durchgeguckt, wie Archenform und solche Sachen, ob die was haben. Oh, kann man benutzen. Du bist ja Jurist. Schreibst du auch über juristische Themen in der Wikipedia? Ja, ab und zu. Weil das Also. habe ich oft, dass Leute eben nicht auf ihrem beruflichen Feld schreiben, wegen ihrer Reputation. Boah, ich habe in meiner Anfangszeit habe ich mehr, sagen wir mal, aktuell juristische Themen beschrieben. Dann gibt es natürlich im weitesten Sinne juristische Themen, wie zum Beispiel Rechtsgeschichte. Das Bremer Stadtrecht ist zum Beispiel von mir, das ist mittelalterliches Recht. Oder ja, Kriminalgeschichte. Habe ich auch lange, sehr lange drüber geschrieben. Inzwischen schreibe ich da weniger drüber, aber. Ich mag halt das Geschnetzelte manchmal trotzdem ganz gerne. Joa. Und im weitesten Sinne juristische Themen schreibe ich schon manchmal drüber. Ja. Außer also ganz normal, dass man über das schreibt, was man kann oder wofür man sich interessiert. Ja, insbesondere wenn man sein Hobby zum Beruf gemacht hat. Weil die meisten schreiben über ihre Hobbys. Also ich kenne so, weiß ich, theoretische Physiker, die dann über Klettern im Elbsandsteingebirge schreiben. Weil das halt ihr Ja, Hobby ist. gibt es einige, also so ist es nicht. Also ich habe mir, ich sagen wir mal, mein Zweithobby habe ich bisher noch nicht so richtig vermarktet. Also über Mal- und Zeichentechnik, ich glaube nicht, dass ich da nun wirklich so viel zu schreiben will. Du malst und Das ist nicht zeichnest. viel. Ich zeichne ein bisschen, ja. Ach so. Und hast du schon eine Ausstellung? Nö. Das nicht. Ich habe irgendwo eine Kiste mit ganz vielen Zeichnungen. Was zeichnest du? Alles Mögliche. Also jetzt, wenn wir hier gesprochen haben, habe ich zum Beispiel ein Männchen gezeichnet, was schreiend hinter einer Wand steht. Ist das aus dem Unterbewusstsein herausgezeichnet? Nö, das hat einfach damit angefangen, dass ich zwei Punkte gemacht habe, die dann, wo ich gesagt habe, das ist ein Gesicht, dann hatte ich dann einen Kopf. Ja, dann das eine Punkt war halt so ein bisschen schreiend geraten, also der Mund war quasi schreiend geraten und dann war da schon was hingekritzelt und dann wurde das hingekritzelte halt zu einer Wand. Hat sich so ergeben. Hat sich so ergeben. Ein interessanter Fakt ist, dass du in du bist in Bremen aufgewachsen.
Ja. Aber in einer Stadt mit dem Namen, wenn ich es deutsch ausspreche, Erzurum, ist wahrscheinlich, bin ich an Erzurum geboren. Sag mal kurz was dazu. Ja, das ist eine Stadt in Ostanatolien. Vom Breitengrad her östlicher als Moskau. Ein Türke würde mir recht geben, wenn ich sage, das ist türkisch Sibirien. Ja. Die Einheimischen sagen, das ist eine Stadt, die sich nie vom Winter erholt. Also sehr, da gibt es Winter, über 6 Monate Winter. 2 Jahreszeiten, nämlich Frost und strenger Frost. Nee, die haben auch heißen Sommer. Heißen, trockenen Sommer haben sie auch. Mhm. Also heißen, trockenen Sommer und dann haben sie ziemlich lange ziemlich kalt. Und wie kommt dazu? Wie kommt man dazu, dort geboren zu werden? Die haben dort auch eine Universität und dort haben meine Eltern gearbeitet. Ah, okay. Und meine Eltern haben sich halt neben ihrer Arbeit noch vermehrt und das Ergebnis bin ich. Das ist ja nicht das schlechteste Outcome, was man da haben kann. Verstehe, wie lange. Also, auf jeden Fall ist es interessant, dass man so einen Geburtsort hat. Ich war auch mal da. Also hat das irgendeine Auswirkung staatsbürgerschaftstechnisch, so wie in Großbritannien? Hätte es haben können. Also sagen wir mal so, es war auch in der Türkei, war es so, wenn man dort geboren wurde, konnte man der türkische Staatsbürger sein, aber man durfte nur eine Staatsbürgerschaft haben. Ach so. Deutscher, als ich geboren wurde, war es so, wenn man deutsche Eltern hat, dann ist man deutscher Staatsbürger, man darf aber nur eine Staatsbürgerschaft haben. Das heißt, meine Eltern waren in der glücklichen Lage, sagen zu können, welche Staatsbürgerschaft geben wir unserem Kleinen denn? Ach so, das konntest nicht du entscheiden, sondern sie mussten das entscheiden. Nee, sie mussten das entscheiden. Und die haben einfach, sind auch noch einem ganz einfachen Prinzip vorgegangen. Die haben in die Pässe reingeguckt und haben festgestellt, im deutschen Pass steht drin, for all countries, im türkischen steht das nicht drin, da darf man nicht in alle Länder reisen, haben gesagt, also unser Kind soll auch mal in andere Länder reisen können sollen, also wird er Deutscher. Stimmt, in Deutschland geht die Blutlinie immer noch, während auch bei anderen das Territorialprinzip gilt. Ja, mit Einschränkungen, ja. Hm. Verrückt, was das. Mein Sohn ist Deutscher jedenfalls und Amerikaner. Ah, ja. Wir haben mit Einschränkungen das Geburtsortsprinzip, also mein Kleiner ist in Deutschland geboren, aber da seine Mutter Amerikanerin ist und über, ich weiß nicht wie viele Jahre in Amerika gelebt hat, konnte er Amerikaner werden. Und da gibt es auch die Möglichkeit einer doppelten Staatsbürgerschaft. Die haben damit gar keine, die sind doch ganz entspannt. Also nur wenn man die Staatsbürgerschaft Bürgerschaft annimmt, dann ist glaube ich ein Problem, aber das muss ich mir dann mal überlegen. Mhm. Also. Nee, halt. Nee, die sind ganz entspannt damit. Also man kann mehrere haben. Also, die sind daran gewöhnt, dass da alle Leute aus allen möglichen Ländern hinkommen und da sind. Mhm. Was sind deine nächsten Pläne so in Hinsicht auf die Wikipedia? Hast du da irgendwelche Projekte? Im Augenblick habe ich keine großen Projekte. Oh, schreib's einfach so. Ich bin ja fast am Überlegen, ob ich mich mal wieder fürs Schiedsgericht aufstelle, nachdem das jetzt wieder zusammengebrochen ist. Ja, im Mai sind neue Wahlen, ja. Ja, bald sind wieder Wahlen. Mal gucken, wann sie sind. Im Augenblick ist ja die Abstimmung am Laufen, ob jetzt vorgezogene Neuwahlen gibt. Mhm. Aber ich glaube, es sieht danach aus, als wenn es nicht so wird. Mhm. Weil die gesagt haben, 2 Drittel braucht man und die sind, glaube ich, bei knapp über der Hälfte. Wirst du an der Wikimania in Montreal teilnehmen? Nee. Solche Großveranstaltungen der Wikipedia spare ich mir meistens. Warst du schon mal auf einer Großveranstaltung? Nö. Noch gar nicht. Also ich war auf kleineren war ich schon mal. Also ich war mal, ich war auf diversen Stammtischen. Mhm. In Deutschland noch. In Deutschland noch. Mhm. Ich war mal beim Schreibwettbewerb im im Komitee. Mhm. Solche habe ich mir angetan. Da waren so ein paar kleinere Veranstaltungen, ein bisschen örtlicher waren, wo ich dann auch mal war. Also die großen, die ganz großen habe ich mir erspart. Wenn du der König der Wikipedia wärst, was würdest du für eine Order herausgeben? Was für eine Order ich herausgeben würde? Mhm. Frage das. Als König. Ich würde erstmal vorschlagen, dass es eine konstitutionelle Monarchie wird und habt mal Spaß damit. Was würde das bedeuten? Was bedeutet das? Nur, dass ich dann doch nicht das große Sagen habe. Ich glaube, als großer regierender Herrscher wäre. Nee. Ich
will da keine einzelnen großen Regierenden, nicht mal ja, mich. Ja, es ist nur eine Metapher dafür, dass du jetzt Bestimmer bist in der Wikipedia und du kannst jetzt was bestimmen. Ja, will was ich jetzt, nicht. Du willst ich nichts will bestimmen. Nicht, dass einer bestimmt. Alles klar. Richtig. Gestern war das nämlich so, es gab einen König der Wikipedia, da hat nämlich ein Admin eine Bearbeitungsregel eingeführt, der Hexer hat mir das erklärt, worauf die dazu durch einen Fehler bei einer und statt einer oder Verknüpfung dazu geführt hat, dass nur noch ein einziger Benutzer die deutschsprachige Wikipedia bearbeiten konnte. Echt ernsthaft? Welcher war das? Das kommt ja doch ziemlich nahe dem, also ich will da keine Namen jetzt verbreiten. Ich glaube, das muss der Hexer mal in klammheimlich anschreiben. Ich glaube, das interessiert mich, wer das war, wer der dann noch als einziger, denn das war wahrscheinlich derjenige, der so bescheuert verknüpft hat. Nee, es war nicht er selber, sondern jemand anders. Also er konnte es nicht mal mehr selber rückgängig machen. Ja, doch, Adminrechte hatte er noch, aber Bearbeitung war nicht möglich. Dadurch sind 700 Bearbeitungen auch konnten nicht gespeichert werden in dieser Viertelstunde. Gestern Nachmittag gegen 15 Uhr war das. Deutscher Zeit. Deutscher, mitteleuropäischer Zeit, ja. Nicht Pazifikzeit. Ja, muss man. Richtig, richtig pupichtig. Okay, das war eine interessante Stunde, die wir hier verbracht haben. War mir ein Vergnügen. Ja, mir auch. Ich spiele jetzt noch ein bisschen Musik. Und zwar von Herrn, jetzt muss ich nachgucken, Fragman, das ist ein Deutscher, und er hat einen Titel geschrieben, Los Angeles Nights, den ich natürlich in Anspielung auf deinen Wohnsitz ausgewählt habe. Vielen Dank. Freie Lizenz. Ich wünsche dir noch eine gute Nacht. Und Ihnen noch einen schönen Tag. Tschüss. Tschüss.
Das war eine Episode des Podcasts Wiki Stammtisch von und mit Sebastian Wallroth. Die Episode steht unter der Lizenz Creative Commons Namensnennung 4.0, abgekürzt CC BY 4.0. Diese Lizenz erlaubt Ihnen erstens, die Episode zu teilen, also das Material in jedwedem Format oder Medium zu vervielfältigen und weiter zu verbreiten. Zweitens dürfen Sie die Episode bearbeiten, also das Material remixen, verändern und darauf aufbauen, und zwar für beliebige Zwecke, sogar kommerzielle. Ich als Lizenzgeber kann diese Freiheiten nicht widerrufen, solange Sie sich an die Lizenzbedingungen halten. Die Lizenzbedingungen lauten: Erstens, Sie müssen als Urhebernamen Wiki Stammtisch, Sebastian Wallroth angeben. Zweitens, Sie müssen die Lizenz CC BY 4.0 angeben. Drittens müssen Sie, wenn möglich, einen Link zur Lizenz beifügen. Viertens müssen Sie angeben, ob Änderungen vorgenommen wurden. Fünftens dürfen Sie diese Angaben in jeder angemessenen Art und Weise machen, allerdings nicht so, dass der Eindruck entsteht, dass ich als Lizenzgeber gerade Sie oder Ihre Nutzung besonders unterstützte. Zuletzt dürfen Sie sechstens keine zusätzlichen Klauseln oder technischen Verfahren einsetzen, die anderen rechtlich irgendetwas untersagen, was diese Lizenz erlaubt.